Thema Internet ist jetzt angesagt. Thema Internet war ja heute schon mal, als es so Thema war, und dann haben alle so ein bisschen oder einige den Kopf geschüttelt, haben noch nicht so viel damit zu tun, mit den sozialen Medien und Twitter und etc., was da so alles abgeht. ProKlima selbst ist ja sehr aktiv. Ich habe 1989 meinen ersten Laptop gehabt und habe mich sehr intensiv mit der digitalen Welt sehr früh auseinandergesetzt. Und bin froh, dass ich es gemacht habe, weil sonst würde es ProKlima heute nicht geben, weil wir sehr stark eben von dieser digitalen Welt letztendlich dieses genutzt haben, um überhaupt diese Position, die wir heute uns erarbeitet haben, zu erreichen. Wie Sie das nutzen können, unsere Spezialistin im Unternehmen dafür, die auch viele Seminare macht, ist die Heide Gentner. Und sie hat sich jetzt auch nochmal verkleidet, dass man sie auch als IT, als digitale Medienperson auch deutlich mitbekommt. Und ich bitte dich jetzt einfach mal, uns ein bisschen was zu erzählen. Wie können wir denn das Internet für uns ganz toll nutzen? Okay, danke Uwe für die Anmoderation. Ich habe ja heute Morgen wirklich nur Kopfschütteln gehört. Und was ich hier alles sage, ist jetzt dann, es kommt darauf an, was Sie draus machen. Ich möchte Ihnen nichts aufzwängen. Ich erzähle quasi von unseren Erfahrungen als ProKlima, als meine Person, von mir, was meine Kolleginnen machen. Und bisher hat sich erwiesen, dass wenn man im Internet ist, schon ein bisschen wirtschaftlicher, erfolgreicher sein kann. Und es sind ja schon einige abgereist, weil sie zur Bahn wollten. Und ich gehe davon aus, dass die hier noch da sitzen, nicht zur Bahn eilen müssen, sondern mit dem Auto zurückfahren und hoffentlich nachher nicht im Stau stecken. Es ist ja gar nicht so lange her, seit das erste Auto erfunden worden ist von Carl Benz. Und seitdem hat sich ja auch einiges getan mit den deutschen Straßen. Und wenn man nicht gerade freitags im Stau steht, sind diese neuen, modernen Straßen ganz toll, um hin und her irgendwo hinzukommen. Und mit den schnellen Straßen kam auch so der wirtschaftliche Erfolg, weil man einfach schneller seine Ware hin und her liefern konnte. Ne? Heutzutage ist es ja gar kein Problem mehr, innerhalb Deutschland was in einem Tag zu verschicken. Oder auch weltweit. Kennen Sie das noch? Mit Schiffspost, 2 Monate dauert es, bis ein Geschenkpaket bei der Tante in Australien ankam. Jetzt dauert es nur noch eine Woche. Und wie das mit den Straßen ist, ist das auch mit dem Internet. Als das Internet so 1983 das erste Mal so aufpoppte, war die Infrastruktur ganz schlecht. Und die meisten kennen wahrscheinlich dieses WWW, World Wide Web. Das kam, Moment, ich muss jetzt die Zahlen nochmal schauen, 1991 erste Website. Also es ist gar nicht so lang her. Und vielleicht kennen Sie das noch, als vor 20 Jahren irgendwie jemand Sie zu E-Mails gefragt hat, hieß es meistens so, ja, das macht mein Neffe. Oder darum, E-Mail, schicken Sie mir lieber mal einen Brief oder rufen Sie an oder Fax, aber E-Mail, das brauche ich einfach erstmal nicht. Und heutzutage hat doch, ich gehe mal davon aus, jede von Ihnen zumindest eine E-Mail-Adresse, oder? Ja, gibt es noch kein Kopfschütteln? Okay. Also es zeigt, also es hat sich, obwohl es E-Mail seit, erste E-Mail war 71 sozusagen und wir haben es wahrscheinlich in den 90er Jahren angefangen zu nutzen, jetzt ist es einfach selbstverständlich. Und das Internet ist so selbstverständlich geworden, dass das Bundesgerichtshof in Karlsruhe 2013 gesagt hat, das gehört zur Lebensgrundlage. Also es ist dann genauso wichtig wie Wasser, Strom, Dach über dem Kopf, Fernsehen und Zeitung. Also das Internet ist einfach total bedeutsam. Und wenn wir selber mal nachdenken, wie wir das Internet so nutzen, wenn ich nach einer Information suche, zum Beispiel eine Adresse nachgucke, da schaue ich nicht mehr ins Telefonbuch oder in die gelben Seiten, sondern ich google es einfach. Oder wenn ich irgendwas suche, ich benutze einfach das Google oder Yahoo oder die ganzen komischen Suchmaschinen. Ich denke eigentlich auch gar nicht mehr drüber nach, wo, mit was suche ich, sondern ich gehe einfach ins Internet. Und es ist einfach die Recherchequelle Nummer 1. Es ist unser Alltag und das heißt auch, es ist vermutlich auch der Alltag Ihres Kunden, irgendwas im Internet zu suchen. Und mit diesem Erfolg des Internets kamen auch böse Gerüchte übers Internet. Und es gibt Menschen, die sagen, das Internet, das ist böse. Da passieren böse Dinge, weil seit Donald Trump gewählt worden ist, weiß jeder, was Fake News bedeutet oder Alternative Facts. Und deswegen im Internet, ne, falsche Nachrichten, die Menschen reden schlecht übereinander und vor allem die größte Kritik ist ja, man verliert einfach Zeit,
Man geht einmal kurz rein, sucht eine Adresse, landet irgendwie auf YouTube, sieht ein Katzenvideo und 2 Stunden später hängt man immer noch in YouTube und weiß gar nicht, was passiert ist. Also völlige Zeitverschwendung. Und ich möchte hier das Internet gar nicht verteidigen, weil das Internet ist so, wie es ist. Es kann alles sein, denn es ist ein Spiegel der Realität. Das Internet ist von Menschen gemacht, wird von Menschen genutzt. Das heißt, es kommt darauf an, was sie damit machen. Und wenn sie das wirtschaftlich nutzen wollen, ist gar keine philosophische Diskussion notwendig mit, ist es gut oder böse oder mag ich nicht oder der hat irgendwelche Daten offengelegt, sondern es ist einfach die Frage, wo bin ich? Was mache ich mit dem Internet? Wo sind meine Kunden? Möchte ich denn erreichbar sein? Und wenn ich so Seminare mache, sagen die Leute immer, aber schön und gut, was du alles sagst, Bespaßung, Social Media, aber ich will im Internet Geld verdienen. Und im Internet Geld verdienen heißt ja als erstes irgendwie, man kauft da was online und bekommt Geld dafür. Und diese Online-Shops sind ja erstaunlich erfolgreich. Als die ersten Kleidungsläden so kamen, hieß es, nee, das verkauft sich niemals, weil ich möchte doch gucken, so mit, passt dieses T-Shirt auch richtig und die Hose, passt meine, fühlt sich das gut an oder passt überhaupt blau zu rot, nehme ich lieber rosa zu grün? Ich brauche ja Beratung. Aber auch das irgendwie war kein Problem, weil die Online-Händler, die florieren. Es gibt immer mehr Online-Shops, sowohl bei Büchern als auch Klamotten, weil einfach da der Service da ist. Man kann zum Beispiel anrufen und fragen, passt grün zu rosa, oder man kann Bilder schicken, man kann chatten. Und viele Menschen wollen einfach nach Feierabend ganz gemütlich im Internet gucken, was kann ich noch kaufen. Nicht so abgehetzt von der Arbeit, schnell noch in den Shop gehen und was anprobieren, sondern einfach das Internet nutzen. Und wichtiger, beziehungsweise ob ich online bin oder offline bin, was verkaufen, am wichtigsten ist, dass wir im Internet unsere Reputation schärfen können. Weil im Internet, egal, jeder hat eine digitale Identität, wenn man den Namen, geben Sie Ihren Namen einfach mal in Google ein, kommt irgendwas raus. Das heißt, Sie sind schon irgendwo im Internet. Und im Bausektor ist es ja so, da wird noch stationär gekauft. Also die meisten Menschen kaufen nicht online eine Terrasse. Die klicken sich nicht eine Terrasse zusammen. Sondern die gehen ins Internet und überlegen, ich möchte eine Terrasse, schauen sich das an und dann sehen Sie vielleicht ein Bild, wo eine schöne Terrasse ist und sagen, ah, das möchte ich auch haben. Dann klicken die drauf und landen vielleicht beim Verarbeiter, der so eine Terrasse verarbeitet hat. Oder ein Planer, der das irgendwie dann als Referenzobjekt gerade reingestellt hat. Und so kommt man wieder über die Terrasse zum Planer und denkt, ah, wenn er das schon mal gemacht hat, vielleicht rufe ich den einfach mal an. Also es ist, das Internet ist da und wir können uns dort präsentieren und Sie können sich dort präsentieren. Und vorher haben wir alle so ein bisschen den Kopf geschüttelt, was Internet und Social Media betrifft, aber darf ich kurz fragen, ob Sie eine Homepage haben oder einen Website-Auftritt oder so? Haben Sie? Ja, okay. Also das ist schon auf jeden Fall angekommen, dass man das irgendwie braucht, damit man gefunden wird und nicht nur in den gelben Seiten ist. Das Gute am Bausektor ist ja, dass das, was Sie verkaufen, was wir verkaufen, so komplex ist, dass man da eine richtige Beratung braucht. Im Internet ist auch nicht anders in der realen Welt. Wenn jemand was kaufen will, möchte er irgendwie so einen richtigen Support haben. Und wenn er Sie dann findet und auf Ihrer Homepage ist und sagt so, wow, die sehen seriös aus, dann rufen die einfach auch an und fragen mal nach. Und dann kann es sein, dass es einfach ein neuer Kunde ist, ohne dass Sie was gemacht haben. Sie waren einfach nur im Internet. Im Internet kann man also Geld verdienen, entweder durch Online-Shops oder indem man einfach seinen Namen aufbaut, indem man eine digitale Identität hat. Das ist also sozusagen der Fingerabdruck. Also es ist sinnvoll, heute im Internet gefunden zu sein und das haben Sie ja offensichtlich alle schon gemeinsam umgesetzt. Und das Schöne ist ja auch, das kennen Sie wahrscheinlich alles von früher, hat man eine Visitenkarte gebraucht, hat Flyer gemacht, das hat ewig lang gedauert und dann musste es man irgendwie verteilen. Und das muss man heute ja nicht mehr machen. Also so die guten Seiten, wenn Sie so denken, so oh, Internet ist böse, allein, dass Sie eine Homepage haben, haben Sie schon mal ein positives Verhältnis zu der Website, zu einem Auftritt, dass Sie sagen können, ja, das Internet hat mir doch was gebracht. Auch weniger Papierverschwendung und weniger rumliegende, weggeworfene Flyer. Wir hatten es ja gerade mit den Katzenvideos, mit dieser Zeitverschwendung.
Und diese Zeitverschwendung, die viele empfinden, ist positiv für uns als Unternehmer, die die Botschaft verschicken wollen. Weil wir, wenn wir in den Social-Media-Unternehmen professionell unterwegs sind, erreichen wir dort die Menschen, die gerade entspannt ein Katzenvideo angeschaut haben, sich freuen, total positiv sind und dann jetzt auf einmal irgendwie unsere Dienstleistung sehen. Und dann sind die schon mal positiv und nehmen das auf. Also das ist ja so Spaß, wenn von Ihnen jemand Facebook oder Twitter macht. Man macht das ja so, wenn man gerade wartet oder wenn man gerade irgendwie abschalten möchte, mal kurz in der Arbeit, so einfach mal ein paar andere Gedanken hat. Und wir erreichen dort die Menschen, wo sie gerade in einem Freizeitmodus sind. Die erwarten gar nicht so Werbung, weil viele denken ja so, Social Media, da ist überall Werbung. Aber nein, Social Media ist in erster Linie Spaß unter Freunden. Und es gibt einen Psychologen, Robert Cialdini, der hat auch, den haben Sie bestimmt mal gelesen, der Zeit oder so, macht so Thesen über Verkaufspsychologie. Meistens warnt er, was man so falsch machen kann oder wie man als Nutzer reinfällt in falschen Verkaufssachen wie künstliche Verknappung oder diese ganzen Leute, die so am Telefon verkaufen wollen. Vor den Leuten warnt er, aber er hat auch zusammengefasst, was ist wichtig, um verkaufen zu können. Warum wird ein Produkt verkauft? Und all diese Thesen, die er aufgestellt hat, kann man alle aufs Internet umsetzen, anwenden. Und zwar ist das Erste, die Menschen vertrauen anderen Menschen. Und die Menschen mögen Empfehlungen. Also wenn Ihr Nachbar jetzt Ihnen sagt, dieser Architekt war gut, dann würden Sie doch als Erstes zu dem Architekten gehen, bevor Sie im Internet nach jemand anders suchen oder woanders suchen. Also es ist Empfehlung. Es ist diese typische Mundpropaganda, wo ja, das heißt ja immer, die besten Kunden sind, die empfohlen worden sind. Und das können Sie auch im Internet erreichen. Weil da einfach der Multiplikationsfaktor viel größer ist. Wenn ich jetzt erzähle, ich habe 30 tolle Energieberater, Architekten und Handwerker kennengelernt, kann ich das in den nächsten Wochen vielleicht 30, 40 Leuten erzählen, aber das war's. Und im Internet, wenn ich aber schreibe, der und der ist toll, hat ein tolles Produkt gemacht, erreiche ich quasi gleich 400, 500 Leute. Vielleicht nicht auf einmal, aber wenn jemand dann nach mir sucht oder mich fragt, weiß er, die Heidi, die weiß Bescheid, die kennt deinen Architekten. Also so dieses Social-Media-Plattform ist eine Plattform unter Freunden. Und deswegen funktioniert das so gut. Und Experten ist ja auch was ganz Wichtiges. So mit, man möchte ja nicht bei irgendjemand kaufen. Also Sie möchten ja auch, wenn Sie irgendwie ein Auto kaufen, möchten Sie, das hatten wir ja auch gestern beim Vortrag, möchten Sie ja auch irgendwie, was zu Ihnen passt und nicht was. Und das können Sie auch alles im Internet, in den Social Media darstellen oder auf Ihrer Homepage, indem Sie sich einfach als Experte etablieren. Das heißt ja immer so, ab wann ist man Experte? Ja, indem Sie Ihr Wissen, wenn Sie was wissen, wenn Sie was können, und davon gehe ich aus, weil Sie ja hier sind und einen Job haben und erfolgreich sind, dann sind Sie Experte in etwas. Und dieses Expertentum können Sie aufbauen und gleichzeitig damit auch so eine Vertrauen-Kundenbindung schaffen mit, da bin ich richtig aufgehoben. Und die beste Nachricht ist zum Schluss das mit der Konsistenz. Wenn ein Kunde mal bei Ihnen was gekauft hat oder eine Dienstleistung von Ihnen hatte, dann bleibt er auch bei Ihnen. Weil der Mensch möchte einfach Kontinuität. Der Mensch möchte bei einem bleiben, dem er vertraut, von dem er weiß, dass das gut ist. Und oft heißt es ja, ob ich nur bei ProKlima Facebook mache den ganzen Tag und nichts anderes. Man sieht mir ja oft die ganze Zeit am Handy rumspielen. Ich mache auch, aber so nebenher. Und das ist ein Beispiel, wie man Facebook nebenher machen kann. Auch heute, die letzten zwei Tage, meine Kollegen und ich haben ja immer wieder mal Fotos gemacht, Interviews gemacht. Wir haben das gleich hochgeladen und schon was draußen. Also jeder, wer ein Smartphone hat, kann das machen. Und hier war ich auf einer Veranstaltung in Hannover, vielleicht kennen Sie Fachverband für Luftdichtheit im Bauwesen, FLIP. Hab da einen interviewt, hat 1:30 gedauert und hat jetzt insgesamt mehr als 2000 Personen erreicht, 900 Aufrufe, 17 Personen haben das geliked und das Liken ist deswegen so wichtig, weil wenn irgendjemand was auf Facebook liked, sieht man das auf denen ihr Profil. Und sehen wieder die Freunde, oh, das könnte interessant sein, da hat er gesagt, das ist gut. Und hier sieht man auch noch extra, offensichtlich war dieser Beitrag so spannend, weil es einfach Leute noch extra, noch explizit empfohlen haben. Das nicht nur einfach so verschwindet, sondern die haben wirklich empfohlen, schaut euch das an, das ist spannend.
Und das war deswegen spannend, weil es einfach eine Nachricht dahinter steht. Es war neu, es war aktuell. Niemand hat über diese Mitgliederversammlung an dem Tag berichtet. Und schon ist es einfach eine News. Weil wenn Sie Internet machen, möchte ich Ihnen empfehlen, dass Sie vorher nachdenken, was Sie machen. Dass der Inhalt wichtig ist. Dass Sie nicht einfach nur Ihr Mittagessen und Frühstück posten, sondern überlegen, was Sie machen. Mittagessen und Frühstück ist dann gut, wenn Sie ein Restaurant besitzen. Weil dann machen Sie ja Werbung für Ihr Essen. Aber sonst ist es halt ein bisschen schlecht. Und überlegen Sie auch, dass Sie entweder Privates und Geschäftliches trennen oder wenn Sie auch als private Person da auftauchen, Ihre Kunden in Kontakt sind, überlegen Sie, was habe ich da für eine Wirkung? Und Sie können alles, eigentlich alles, was Sie in Ihrer täglichen Arbeit machen, können Sie kommunizieren. Wie Sie sind hier, wir haben ja heute Morgen dieses Foto gemacht und das haben wir gepostet, könnten Sie theoretisch auch für sich nehmen und sagen, ich bin 2 Tage auf den Fachtagen in Verden, weil ich bilde mich weiter, ich nehme mir 2 Tage Zeit, mir ist es wichtig, Qualität zu verkaufen, dafür muss ich einfach mehr wissen. Und mir ist einfach wichtig, mich auszutauschen. Ich halte mich nicht für den Größten, sondern ich habe Respekt vor meinen Kollegen. Ich möchte das Wichtigste aus der Baubranche erfahren. Also alles, was Sie eigentlich in der Arbeit machen, können Sie verwenden. Und überlegen Sie sich kurz eine digitale Strategie. 1 Stunde im Monat reicht und digitale Strategie heißt nur, überlegen Sie, was ist denn so interessant? Was könnte denn ein Projekt sein? Was habe ich so? Was ist aktuell? Und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir schaffen es ja auch, also schaffen Sie es auch. Und ich möchte Ihnen mitgeben, so diese Punkte mit die digitale Identität könnte, ich finde, ist ein Baustein des wirtschaftlichen Erfolgs. Sie können das mal ausprobieren, ob es so ist. Wenn nicht, können Sie es ja einfach wieder aufhören und Ihre Identität löschen. Und überlegen Sie sich, was Sie machen. Also wie der Uwe Bartholomew sagte, einfach machen, aber bitte einfach genial und nicht einfach dumm. Und nehmt es als Geschenk an, das Internet. Es ist frei zugänglich. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Es ist ein Erfolgsfaktor. Und falls Sie sich entscheiden, das nicht zu machen, sind Sie sicherlich sehr gut situiert am Markt, weil meine Erfahrung ist, dass die Menschen, die nicht im Internet zu finden sind, entweder eine sehr gute Reputation haben und so ein tolles Netzwerk, dass sie das nicht brauchen oder kurz vor der Rente stehen. Weil das Internet entwickelt sich so wie mit den Straßen. Und wenn man da irgendwie einfach wartet oder sagt so, nee, das Internet wird schon irgendwann vorbeigehen, dann sieht es irgendwann aus, vielleicht wie, als würden Sie mit einer Kutsche auf einer Autobahn fahren. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und ich habe ja Glück, dass ich einen Chef habe, der das Internet zu schätzen weiß und schon früh erkannt hat, dass da was ist, schon vor meiner Zeit, also es ist nicht seit ich da bin bei ProKlima, macht ProKlima auf einmal Internet, sondern schon viel früher und zwar, vielleicht kennen Sie diese Plattform WissenWiki, da so über, sehr gut, Sie knicken, jemand kennt das WissenWiki sehr gut und da sind viele Bauphysik-Sachen erklärt und so kann man Konstruktionen nachschlagen und das hat Uwe Bartholomew 10 Jahren, das heißt 2006, im November 2006, schon initiiert, wo jeder sagte, wer macht da 2006, wer macht das schon? Internet, freies Wissen, wieso sollte ich als Firma freies Wissen weitergeben? Und da ist wieder die ProKlima-Philosophie, wir wollen nicht nur verkaufen, sondern wir wollen die Baukultur verändern, wir wollen Wissen weitergeben, wir wollen aufklären, einfach zeigen, dass ökologisches Bauen und luftdichtes Bauen und Winddichtung einfach sehr wichtig ist. Und deswegen Vom Business-Standpunkt weiß ich, wie Uwe Bartholomew zum Internet steht, aber jetzt möchte ich dich gern persönlich fragen, wie stehst du denn sonst so zum Internet? Ja, generell stehe ich natürlich sehr positiv zum Internet, das habe ich ja schon vorher so beim Anmoderieren so erzählt. Ich denke, es ist eine Kulturtechnik, wie die Erfindung des Autos, wie die Erfindung des Stroms. Ja, und das ist eine Sache, wo wir definitiv nicht vorbeikommen. Kulturtechniken oder die Erfindung der Eisenbahn, der Dampfmaschine und so ist auch das Internet eine Kulturtechnik, die jeden Menschen letztendlich betrifft. Und da kommen wir nicht drum rum. Da geht es darum, wie können wir eine neue Kulturtechnik positiv für uns nutzen.